Nun werden wir Zeugen, wie die Letzte aus dem Kreis des Blutes erstrahlt. Aber warum hab ich es? Was, du meinst, es passiert? Wieder? Wir wurden jahrelang darauf vorbereitet. Sie hat nicht den leisesten Schimmer. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Du bist der Rubin. Aus die ässliche Entlein haben wir gezaubert. Eine Schwarm. Das ist Gideon de Villiers. Gwendolyn ist definitiv nicht mein Typ. Hände weg von Gideon! Was bist du denn für einer, Edelsteinmann? Der härteste. Der Diamant. Wenn du es bist. Im Haus meiner Großmutter Lady Arista zu leben, ist eine echte Strafe. Ein Weltbild wie aus dem vorletzten Jahrhundert und eine Cousine, die sich selbst für das achte Weltwunder hält. Charlotte, mein Liebling. Charlotte leidet an einem seltenen Gendefekt, der sie angeblich zu etwas sehr Kostbarem macht. Man kann sie mit gewöhnlichen Kindern gar nicht vergleichen. Seit ich denken kann, machen alle ein großes Geheimnis daraus. Meine Großtante Maddie behauptet sogar, dass sie wegen dieses Gens irgendwann in der Zeit reisen kann. Aber Maddie hatte immer schon ein Faible für alles Übernatürliche. Ein Leben mit großer Verantwortung wartet nun auf meine liebe Enkelin. Sie lebe hoch. Meine Mom und mein Bruder Nick versuchen wenigstens einigermaßen normal zu sein. Aber das ist in dieser Familie so gut wie unmöglich. Gwendolyn, jetzt leg doch mal die Kamera weg. Gwendolyn, es gibt jetzt Torte. Und das bin ich. Bekannt als das schwarze Schaf der Familie. Gideon, wie schön. Lady Arista. Gideon. Charlotte, happy birthday. Dankeschön. Wären Sie so freundlich und würden uns noch 3 Gläser Champagner bringen? Ja, was? Ja, warum nicht? Wie peinlich. Zu Gwendolyn, wirklich. Das ist besser als jede Soap-Opera. Super Kleid. Wo bringen die Charlotte jetzt hin? Nach Tempel. Zur Loge des Grafen Saint-Germain. Hä, was für eine Loge? Eine Geheimloge oder was? Das ist ein Haufen fanatischer alter Weltverschwörer, der sich für unglaublich wichtig hält. Was hat er damit zu tun? Ist er etwa auch so ein Weltverschwörer? Gideon de Villiers hat ein ähnliches Problem wie Charlotte. Ah, er ist also auch so ein extra besonderer Genträger, ja? Bei den de Villiers vererbt sich das Gen auf der männlichen Linie. Bei den Monchos ist es auf der weiblichen. Das geht uns gar nichts an. Und ist zum Glück nicht unser Problem. Oh Mann, Leslie, das war so krass. Die hätten mich gleich ins Gefängnis gesteckt oder ins Irrenhaus. Es war eine Zeitreise. Ja, oder ich bin schwachsinnig, so wie diese Typen, die behaupten, sie seien von Außerirdischen entführt worden. Die Frage ist, was wäre schlimmer, dass ich verrückt werde oder dass ich wirklich in der Zeit gesprungen bin? Aber weißt du was, Gwenny, du hast dieses Gen, nicht Charlotte. Es ist ein... Durch die Zeitspringdefekt, das macht doch voll Sinn. Nein, das...
Das kann aber nicht sein, aber warum hab ich es? Dieser Isaac Newton wird sich doch nicht verrechnet haben. Der Typ mit dem Apfel und der Schwerkraft. Bla bla bla. Hier steht Infinitesimalrechnung. Transzendenz aller Spiralen, Quadratik, Optik, bla bla bla. Ah, das Gravitationsgesetz. Also. Das mit der Transzendenz der Spiralen klingt am ehesten nach Zeitreisen, oder? Ehrlich gesagt, nein. Und dieser Gideon, meinst du, der kann dann auch Zeitreisen? Ja, wahrscheinlich wird er jetzt dein Zeitreisebegleiter. Ich sehe auch schon gemeinsam Händchen halten bei der Hinrichtung von Anne. Berlin, wie romantisch. Das ist nicht witzig, ich habe echt Angst. Wo bist du? Millennium Bridge. Oh nein! Mach, dass du da runterkommst. Vielleicht passiert es gleich wieder und du reist in irgendeine Zeit, bevor es die Brücke überhaupt gab und stürzt in die Themse. Was, du meinst, es passiert? Wieder? Ja, mach, dass du nach Hause kommst und red mit deiner Mom.